So, hallo liebe Zuschauer. Wir spielen heute ein Community Add-on. Okay. So heißt das. Okay, gut. Bevor wir jetzt hier reinstarten, tue ich erstmal ganz kurz was für euch ändern. Einen Moment, und zwar fortlaufende Drehung, und ich gehe jetzt auch mal in die Zuschauer rein. Mach hier mal das ganze Ding aus, damit ihr es genauso habt wie ich. Mach mal hoch, so, das passt. Das soll das Ganze ein bisschen besser laufen. So, a shotgun help for radio silence. It is recommend you acquired for maximum tactical advantage. Okay, alles klar. Da weiß ich Bescheid. Dann gib mal die Schrotflinte. Wir haben schon eine Pistole, die ist schon einigermaßen gut ausgestattet. Okay. Dann Schrotflintenmunition haben wir auch schon mal bekommen. Mal gucken, wo wir hier passend die Schrotflinte kriegen. Okay, hier sehe ich nichts. Vielleicht hier? Ne, das kann ja auch eben drinnen gewesen. So, dann schauen wir mal weiter. Hinten irgendwas? Ne, nicht sein. Okay. Mhm. Ein bisschen Munition. Das ist sehr gut. Ja, ja. Okay. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Geht's lang? Hier geht's nicht auf. Okay. Da gibt es ja einfach mal nichts. Auch nicht schlecht. Gut, dann gehen wir halt weiter. Ah, hier ist Munition. Sehr gut. Okay, oh, cool. Nochmal Schrotflintenmunition. Müsste man ja eventuell bald eine Schrotflinte finden, ne? Übrigens wurde mir das Addon genauso wie auch ein anderes White Corporation auch empfohlen. Ich glaube, ich zeige euch, glaube ich, zuerst White Corporation und dann das hier. Dafür gibt es übrigens zwei Parts. Das hier ist Part 1. Okay. Nein! Scheiße! Ah, sehr gut. Irgendwas? Nee. Okay. Fängt auf jeden Fall einigermaßen ruhig an. Es gibt andere Addons, die fangen mit so einem riesen Tatam. Ah, hier ist die Schrotflinte. Sehr gut. Ja, genau. Einen Moment. Durchschlagen. I'm out. Okay. Gut, bin ich voll. Mhm. Sehr gut. Geht jetzt hier unten rein. Na komm, lauf hin. Oh! Huch! Ja, stimmt, ich war ja, genau. Ihr könnt es auch gerne so nehmen und so reinschieben, wenn ihr wollt. Wir können aber auch ganz cool halt stylisch. Ja, wisst ihr, ne? Vorführeffekt und sowas. Okay, wir kriegen gleich nochmal ein paar Freunde. Ah, cool. Können mich alle beide gleich hier rein schmeißen, sehr gut. Oh. Das
Sehr gut. Ihr dürftet jetzt, glaube ich, hier und hier keine Anzeigen mehr haben. Ich gucke uns das rein hier auf meinem Bildschirm. Ja. Yep. Seid ihr praktisch genauso blind wie ich, weil mehr sehe ich im Spiel auch nicht. Bevor sie langsam aufmachen. Okay, das sieht auf jeden Fall gut aus. Mal langsam. Da scheint irgendwo sein. Oh! Tschüss! Du hast aber eine Granate dabei, Digga, und die brauche ich mal. Sehr gut. Okay, warte mal. Vielleicht benötigen wir die nochmal. Weil wir hinten noch. Combine Forces Team, all about infrequent, proceed with caution, initiate, okay? Na dann gucken wir mal ja. Okay, es ist noch keiner. Okay, der ist hinüber. Halt was für mich? Ja, Schrotflintenmünze hast du für mich. Günstig. So. Mein Gott, jetzt stirb doch mal, Alter. Wie oft soll ich denn noch im Kopf schießen? Wahnsinn. Der will mich nicht aufnehmen, los. Ah, jetzt. Ah, seht ihr das? Ihr müsst jetzt nämlich euch extra wegpicken von den Soldaten. Okay. Gut, dann passt das. Dann kann ich gleich nochmal heilen gehen hier. Für den Located Life sehen sie anders extrem. Okay. Okay, schon. Sure. Schrotflinten-Heini. War das Robin Heini? Oh. Da habe ich mitgekriegt. Sehr gut. Warum ich nicht einfach weggesprengt habe, weil ich hatte ja auch eine Granate dabei gehabt, ist, er wurde schon mal von dem Typen ja angehittet. Das hat man gesehen, als der explodiert ist, da könnt ihr gerne mal zurückspulen. Da hat es den Typen, wie ihr seht hier, ordentlich erwischt. Und deswegen verwende ich nicht dafür eine Granate. Sondern die kann ich dann vielleicht für andere Manöver gebrauchen. Okay, hier ist nichts. Oh, hier sehe ich nichts. Hier sehe ich nichts. Entweder kommen wir da noch hin oder auch nicht. Ich tue es mal ein bisschen beschleunigen, indem ich mich ein bisschen hoch teleportiere. Vorteleportiere, nicht hoch teleportiere. So.
Initiate is required to uphold Trojan's mission. Continue forward. Okay. Okay, Zombies. Passt, wackelt. Hat Luft. So. Ist nichts. Lebt er? Ja. Da seht ihr, wenn ihr halt selbst mal Half-Life Alyx spielt und ihr seht, habt ihr dieses Visier hier drauf, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde. Visiert ihr einfach hin und da seht ihr halt eben die ganzen Schwachstellen von den ganzen. Ja, von den ganzen Monstern. Das ist natürlich so, wie man sieht, da ist zum Beispiel tot. Ihr seht, es ist keine gelbe Umrandung. Hier aber schon. Ne? Also hier ist es voll ausgebildet. Deswegen weiß ich auch, der lebt. Weck mal freundlich auf. Nichts. Eine Granate. Granaten sind immer gut. Nichts. Nichts. Okay, auf der volle Schuhe finden Munition. Was haben wir hier? Nichts. Nichts. Okay. Na kommt. Das ist eine coole Idee. So, der erste Freund kommt erstmal hier hoch. Wird erstmal schön von den Viecher mitgenommen. Genau, na komm, na komm. So. Die Flasche nehme ich jetzt. Um den Typen ein bisschen zurückzuhalten, ja? Na, als hätte ich's gewusst. Wie geleckt, ey. Geht gleich mal kontrollieren, mal gucken, ob ich hier noch irgendwas sehe. Ne, ist nichts. Auch nichts. So. Oh, damit ich mir das Feature weiter auf den Sack geht. Hm? Ja, ist Altersschwäche. So, gut. Um das Ganze mal ein bisschen abzukürzen, gehe ich mal hier runter. Haben wir. Ja, sehr gut. Da komme ich nicht lang. Muss vielleicht hier oben noch irgendwas machen. Vielleicht irgendwas übersehen. Komm mal hier rein. Ah ja, da geht's lang. Okay. Schrotflintenmunition. Okay. Mhm. Oh. So, Moment. Braucht sich selbst orientieren. So, jetzt können wir da machen. Ah. Was ist denn da? Was zum Heilen? Dann schauen wir mal hier. Ah, okay. Sehr gut. Das habe ich schon noch entdeckt, das werde ich mir auf jeden Fall bei euch hier irgendwo hinlegen. Huh. Was ist denn nur heute los? Hm. Super. Egal, weg ist weg.
Okay. Das brauchen wir für hier. Also hier ist auf jeden Fall nichts. Achso, man braucht ja nicht eine rote Karte. Gab's vielleicht eine übersehen? Nö. Es ist, wenn man sich so auf das Spiel konzentriert. Und dann da alles vergisst. Bin ich trotzdem wieder hier unten. Also hier ist nichts. Gut. Dann nochmal hoch. Bin ich jetzt so gestorben im Kopf, aber das gibt doch gar nicht. Ah ja. Okay, ich sehe auf jeden Fall hier einen Soldaten. Ist eine Granate? Warte mal, da kommt eine Granate. Es geht auch anders, aber so geht's auch. Diesen Raum habe ich nämlich auch eigentlich gesucht. Aber es ist hinten noch offen, ne? Warte mal. Dass hier irgendwelche Leute jetzt reingestürmt kommen oder sonst irgendwas. Weil habe ich nämlich keine Tür, die ich zumachen kann. Und falls jetzt wirklich irgendwelche Leute kommen sollten, also irgendwelche Combine-Soldaten, bin ich ein bisschen abgesaved. Combine Heat liegt eine. Okay. Ja. Alles klar. Was haben wir hier? Shotgun-Shells. Hier ist eine rote Karte. Und hier habe ich auch diese Karte. Okay, da ich aber Granaten und sowas habe, also entweder setze ich Granate jetzt gleich ein. Oder auch nicht, mal gucken. Ja, alles gut. Okay, Schrotflintenmunition. Ich glaube, ich müsste mehr so mit Prediction arbeiten. Ich glaube, das wäre deutlich besser. Warte mal, ich bin hier low HP, ich speichere erstmal. Oh, schon was ankommt, anrennen.
Okay, gut. Sehr gut. Zwei Herzen habe ich auf jeden Fall. Da können wir jetzt auf jeden Fall weitermachen hier. So, komm mal her. Erhält ein Unbound Combine Zap Machine Gun. It may prove useful. Okay. Also es soll wohl geradeaus durch, sollte es wohl meine SMG sein. Okay. Oh, diese Musik. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Zombie. Den kann ich nicht viel machen. Three shots left. Ich muss ja keine Munition für das Vieh verbrauchen. Ach du Scheiße. Natürlich hast du überlebt, natürlich. So, gibt's hier irgendwas? Nein, ich sehe nichts. Doch, Shotgun-Shells. Bin ich aber voll. Ich kann schon viele Schuss von. So, und gucken wir mal hier. Jawohl. Das ist immer gut. Boah, erschrocken, hey. So. Was haben wir hier? Granaten. Sind immer gut. Die wollte ich aber tatsächlich alle wieder austauschen miteinander. Weil ich bin eher so der Rechtshänder. Das ist immer doof, wenn ich mit links an die Granate rausnehmen muss, dann in die rechte Hand schmeißen, sodass ich praktisch alles mit einem, alles unter einem Hut habe. Ah ja. So, mal gucken, ob es noch irgendwas gibt. Ich habe eigentlich erstmal nichts gesehen. Nö. Da ist nichts. Gucken, ob ich hier im Fahrstuhl reinkomme. Nee. Okay.
Vielleicht so eine Art Knopf oder so. Ah. Wieder so ein Ding hier. Nicht mal Fahrstuhlmusik, Alter, das Wichtigste überhaupt. Okay, ist was zum Heilen. Practice extreme caution. Combine radio chatter indicates a squadron ahead. Oh, jawohl. Deswegen haben wir ja wahrscheinlich auch ganz viel was zum Heilen. So, weil ich hier bestimmt abkacke, wieso? Und ich zwei Schuss ist nicht unbedingt brauche im Magazin, wenn ich einen Kampf anfange. Werde ich mal ganz was hier abspeichern. Und werde mal gucken, was hier hinter passiert. Oh ja. Immer dabei sind. Last four. Hier habe ich noch voll. Hier habe ich noch voll. Ich muss Munition grabben hier. Achso, ups, die war voll. Die war leer. Was ist da? Mein Gott, hier gibt es aber auch eine ganze Menge Munition. Warte mal, da haben wir das hier rein. So, da kann ich besser grabben. Taschen. Achso. Was ist das? Ah, End of Part 1. Thanks for playing. Okay, sehr gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Beim nächsten Mal zeigen wir euch dann Part 2.